Und ein letztes Mal stehen wir hier und müssen unsere Entscheidung fällen. Ein Weg bleibt noch offen. Die Synthese. Mann, das Ding sieht ja krass aus von innen. Ich habe noch nie reingeguckt irgendwie. Das ist also der Tegel. Nett. Also zumindest die eine Seite des Tegels. Ja, der eine Weg bleibt noch offen. Die Synthese von organischem und synthetischem Leben. Klingt ziemlich abgespaced, finde ich. Ist das, was am schwersten vorstellbar ist, meiner Meinung nach. Weil es irgendwie seltsam klingt, dass die DNA von organischen Wesen mit Maschinenanteilen aufgefüllt werden soll, sozusagen. Aber genau darauf läuft es ja hinaus. Und die Maschinen ihrerseits erhalten Einsicht in das Denken organischen Lebens. Eigentlich das, was auch die Geth, na die Geth weiß ich nicht, aber vor allem Idi ja angestrebt hat. Und ich glaube, die Geth auch so ein bisschen. Legion war, glaube ich, ziemlich neidisch darauf, auf unsere Art zu denken. Zwar nicht auf das Kommunizieren, aber auf das Denken. So, und das ist eigentlich mein liebster Weg, weil er irgendwo der versöhnlichste Weg ist. Einen Grund dafür werden wir im Epilog sehen, wenn wir ganz genau hinschauen. Leider muss Shepard sich dafür opfern. Mach's gut. Ein letztes Mal, dass wir Shepard sehen. Und hier stirbt er wirklich. Und er geht dabei einen ganz ähnlichen Weg wie Legion. Kampf abbrechen und zum Rendezvous-Punkt. Wiederhole. Kampf abbrechen und nichts wie weg hier. Jeff, wir müssen los. Verdammt. Zumindest das ist wie in den beiden anderen Videos. Das Einzige, was wieder anders ist, ist die Farbe des Strahls. Der Energie. Passend, grün ist meine Lieblingsfarbe. Und so macht wirklich jedes Wesen, das von diesem Energiestrahl erfasst wird, eine tiefgreifende Umwandlung durch. Hat die Reaper VI oder KI gesagt, die letzte große Form der Evolution, ne? Hier ist sie. Thank you.
jeder von euch eine Maschine. Zum Teil. Der Unterschied zwischen organischem und synthetischem Leben wurde komplett aufgehoben. Für Joker muss das eigentlich das Paradies sein. Jetzt kommt der Edie noch näher. Der altbekannte Dschungel, aber auch hier ist alles anders. Alles ist jetzt zum Teil synthetisch. Nicht wahr, Joker? Die Zukunft erwartet euch zwei. Synthetisch oder organisch, wurden verändert. Der Krieg ist vorbei und die Reaper helfen beim Wiederaufbau. Haben sie uns vorher mit Auslöschung bedroht, bringen sie uns nun das kollektive Wissen der Kulturen, die vor uns da waren. Als Galaxie können wir nun leben, wie wir es uns wünschten. Ersten Schritte machen in eine neue, wunderbare Zukunft, wo organische und synthetische Wesen friedlich zusammenleben. Mit galaxieweitem Frieden und unbegrenztem Zugriff auf Wissen. Die Größe zurückerlangen, die verloren ging. Sie übertreffen. Wir erhalten unsere Welten zurück und die Sterne. Die Trennung zwischen synthetisch und organisch verschwindet. Und vielleicht auch die Sterblichkeit. Hin zu einer Existenzform, die ich mir nicht vorstellen kann. Wir werden nicht vergessen, dass dieses neue Leben einen hohen Preis hatte.
Ungeachtet aller Fortschritte werden wir an die Opfer derer denken, die das ermöglicht haben. Wir werden uns an Shepard erinnern. Seinetwegen. Ich bin am Leben und ich bin nicht allein. Für mich das schönste Ende, der einzige Wermutstropfen ist, dass Shepard eben leider tot ist. Aber diese Synthese von organischem und synthetischem Leben führt dazu, dass alle einander verstehen plötzlich. Und nicht nur das, auch Krankheiten werden plötzlich ausgemerzt. Also wir haben es gesehen, ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber die Quarianer haben keine Masken mehr getragen in dem Video oder in dem Ausschnitt, in dem sie mit vorkamen. Das heißt, Immunschwächen, Krankheiten, all das wird durch diese Optimierung, die synthetische, ausgemerzt letztendlich. Und eigentlich werden alle Lebensformen, die es gibt, auf irgendeine Art und Weise erweitert und optimiert, wenn man so will. Mit dem vereinigten Wissen aus allen Zivilisationen, die jemals da waren, hat man natürlich auch einen gewaltigen Wissensschatz. Also ich denke, das ist wirklich die Vision der Zukunft, die am abgefucktesten ist zwar, aber auch irgendwo am coolsten, finde ich. Denn das ist sowas, da kommt man nicht so schnell drauf. Das ist so ein bisschen über der Vorstellungskraft und gerade wenn man die Zukunft betrachtet, ist das doch eigentlich, gerade dann ist es doch ziemlich cool, wenn es so noch jenseits der Vorstellungskraft liegt und wenn es so eine positive Untergrundstimmung hat. Und ich fand es auch echt niedlich, wie sie Edie da jetzt gerade so in den Vordergrund gestellt haben, weil sie da echt Emotionen zeigt, ne? Also sie ist da ja richtig mit dabei und ich finde es ein bisschen schade, dass sie die Gelegenheit nicht genutzt haben, um Tali mal die Maske abzunehmen. Das wäre doch jetzt noch eine gewesen. Naja gut, was soll's. Damit haben wir jetzt alle drei Enden von Mass Effect 3 gesehen und ich kann endlich mein Fazit ziehen zur Mass Effect 3. Es ist wundervoll. Ich muss sagen, ich liebe diese Spielreihe. Es ist echt meine Lieblingsspielreihe. Obwohl ich, das muss ich zugeben, eigentlich kein Fan vom Science-Fiction-Genre so sehr bin. Klingt eigentlich komisch, ist aber so. Mein Lieblingsspiel ist ein Teil des Genres, das ich nicht so sehr mag. Lustigerweise auch meine Lieblingsbuchreihe gehört dem Science-Fiction-Genre an. Und das ist die Wüstenplanet-Reihe, die übrigens einige Parallelen aufweist zu Mass Effect, auch in einigen Punkten. Zum Beispiel gibt es da auch eine große Maschinenstreitmacht, die am Ende eine Hexalogie ist das, dann ankommt und die Menschen quasi platt machen will. Ich kann mich gerade gar nicht mehr daran erinnern, wie es da ausgeht. Naja, jedenfalls, einige Sachen merkt man schon, die sind angeliehen aus anderen Spielen, aus anderen Geschichten, aus anderen Büchern. Das ist aber völlig okay. Das ist zu einem so ganz anderen neuen Konstrukt zusammengesetzt worden, das richtig gut funktioniert, dass ich das völlig verzeihen kann, dass da manche Sachen echt angeliehen sind aus anderen oder aus von anderen Leuten auch geklaut sind. Also nicht geklaut will ich nicht sagen, aber geliehen halt. Was Mass Effect so ausmacht, finde ich, ist eben diese Identifizierung mit Shepard. Also zumindest mir geht es so. Ich mache auch jedes Mal, wenn ich einen männlichen Shepard mache, sieht er bei mir so aus. Das ist für mich irgendwie, beim ersten Mal habe ich Shepard relativ zufällig so erstellt und seitdem verbinde ich so viel mit diesem Aussehen, so viel Shepard, so viel Identifikation, dass ich ihn immer wieder so erstelle. Das ist für mich Shepard einfach. Und man macht halt echt so viel durch mit ihm und kann ihm seine eigenen Entscheidungen einflößen. Also dieses Entscheidungssystem, das war echt top entwickelt. Das war super. Also BioWare hat da echt Großes geleistet in diesem Entscheidungssystem, finde ich. Auch wenn es manchmal ein bisschen zu einfach scheint, sich für gut oder böse zu entscheiden. Das ist ein bisschen schade manchmal, aber ist okay, ist okay.
Und viele mögen ja den dritten Teil eigentlich auch nicht so sehr, weil er... Ja, ich weiß auch nicht. Gerade das Ende mögen die meisten nicht. Da gab es ja viel Kritik. Man muss aber auch sagen, das Ende, so wie wir es hier jetzt gesehen haben, ist noch mit einem kostenlosen DLC, der später veröffentlicht wurde, aufgrund dieser Kritik der Fans. Also diese Epilog-Videos, die gab es im Original eigentlich nicht. Und ohne die wäre es doch ein bisschen dürftig, muss ich sagen. Da das Ende ja relativ ähnlich in allen dreien ist, ne? Aber ich finde, das macht auch so ein bisschen diesen Charakter aus dabei. Also es rutscht ja, man kann in so vieles da, bei so vielen Punkten echt ins Philosophische abrutschen, was ich auch sehr mag dabei. Es sind halt viele Punkte, wo man echt einfach mal über seine eigene Ethik und über viele Geschehnisse in der Welt nachdenken kann, weil so viele Parabeln, so viele Anleihen an die echte Welt da mit drin stecken. Also das ist... Man findet einfach immer wieder irgendwelche Punkte, wo man sich sagt, das ist in der echten Welt im Prinzip so ähnlich und man kann da was draus für sich mitziehen. Und dieses Spiel hat halt diese große Stärke, dass man sich dessen bewusst wird, wie man steht zur Welt. Also wenn man es richtig ernsthaft spielt, natürlich kann man es auch so nach dem Motto spielen, ich mache jetzt mal einen bösen Motherfucker, aber wenn man es richtig ernsthaft spielt, reflektiert man seine eigene Einstellung zur Welt so ein bisschen, finde ich dabei. Ja, was aber bei Mass Effect 3, um da nochmal drauf zu kommen, wirklich gut gelungen ist, während hier dieser coole Soundtrack läuft, den finde ich wunderbar. Vor allem mit diesem nervenzerreißenden Reaper-Geräusch, diesen ganz tiefen. Ja, während das hier noch im Hintergrund läuft, was unglaublich gut gelungen ist, sind die epischen Inszenierungen in den großen Konflikten. Wir haben alle großen Konflikte, die es in der Milchstraße gab, zu Ende gebracht. Und das teilweise auf richtig epische Weise. Und teilweise war es auch richtig unangenehm, irgendwelche Leute zu verlieren. Und bei dem Quarianer-Geth-Konflikt zum Beispiel, da habe ich echt Blut und Wasser geschwitzt, als es darum ging, tue ich Tali jetzt weh, wird sie sich in den Tod stürzen oder was wird sie denn machen, wenn die quarianische Flotte draufgehen sollte? Ich konnte aber halt auch nicht die Geth töten. Also das war so ein unglaublicher Konflikt. Ich wusste da ja nicht, dass es diesen Zwischenweg gibt sozusagen. Und wenn man das zum ersten Mal spielt und einfach noch nicht weiß, was möglich ist und auch die Spielmechanismen noch nicht genau kennt, sondern es einfach nach bestem Wissen und Gewissen versucht durchzuspielen, dann ist es eigentlich am geilsten, weil es dann wirklich am unvorhersehbarsten ist und man muss sich einfach überraschen lassen von dem, was kommt. Und so ist es auch in Wirklichkeit letztendlich. Damit geht die Mass Effect Trilogie leider zu Ende. Aber es gibt Hoffnung, dass ein Mass Effect 4 2016 rauskommt. Für den Winter 2016 wurde es angekündigt, Mass Effect 4 soll in der Andromeda-Galaxie spielen. Nicht mehr in der Milchstraße. Wir lassen uns überraschen. Ist das wirklich alles geschehen? Ja, aber einige Einzelheiten sind verloren gegangen. Das alles geschah vor sehr langer Zeit. Wann kann ich zu den Sternen? Eines Tages, mein Kleiner. Was wird dort sein? Was du dir vorstellen kannst. Unsere Galaxie hat Milliarden von Sternen. Jeder davon kann zahlreiche Welten haben. Auf jeder Welt könnte eine andere Lebensform existieren. Und jede Lebensform hat eine eigene Geschichte. Erzähl mir noch eine Geschichte über Shepard. Es ist schon spät, aber in Ordnung, nur noch eine. Aber die Geschichte von Mass Effect 4, die wird ohne Shepard stattfinden. Denn, so heißt es, es soll einige Zeit nach den Geschehnissen der Mass Effect Trilogie stattfinden. Vielleicht ja zu der Zeit hier. Vielleicht sind wir ja auch der kleine Junge, den wir gerade hier gesehen haben. Wer weiß, wer weiß. Für Shepard geht die lange Reise leider zu Ende und ich muss sagen, da bin ich doch ein bisschen melancholisch, weil ich doch jetzt sehr dran gehangen habe und
Es ist schade, dass es jetzt doch zu Ende geht nach so einer langen Reise und so viel, was man da doch erlebt hat und entschieden hat und was da bei rumgekommen ist. Und ich muss sagen, ich habe es auch so genossen, diesen Citadel-DLC noch zu spielen, der ja für mich auch noch neu war, wo ich wirklich nochmal was Neues entdecken konnte und wo man so viel Herz reingelegt hatte, so viel Humor dann auch und es einfach mal in eine ganz andere Richtung hat gehen lassen. War super, muss ich sagen. Also, großes Kompliment an BioWare für diese Trilogie, die ist ganz groß, finde ich. Tja, damit geht's jetzt zu Ende. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's sehr, sehr gut gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem anderen Projekt wieder. Ansonsten könnt ihr euch sicher sein, dass ich Mass Effect 4 spielen werde, sobald es 2016 dann rauskommt. Wenn es denn 2016 rauskommt. Ich hoffe doch, dass sie sich dran halten an das Datum. Also dann, macht's gut und lasst uns was anderes spielen. Bis bald.